Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer weiteren Ausgabe von timetodo.ch. Heute unser Thema: der Skandal beim Kassensturz. Für mich ist es arbeitsaufwendig und unsinnig, dass ich mich nun das zweite Mal mit einer Sendung, die auf falschen Informationen, sogar auf Lügen und Unwahrheiten aufgebaut ist, wieder meine Zeit zu nehmen, wieder zu recherchieren, wieder viel Zeit aufzuwenden, weil da einfach Unsinn daher geplappert wird. Schauen wir uns mal an, wie dieser Kassensturzbeitrag über Dr. Ulrich Werth am 25.02. diesen Jahres begonnen hat. Da sehen wir einen schneidigen Moderator. Im Hintergrund sehen Sie, nicht an Dramaturgie zu überbieten, ein Bild, wo sich anscheinend jemand mit einem weißen Kittel ein Tausender oder mehrere in die Brusttasche schiebt. Dazu sagt der Moderator: mit der Hoffnung von Menschen kann man ein dickes Geschäft machen. Also jetzt frage ich mich, was das eigentlich damit zu tun hat, über etwas zu berichten, was eigentlich fachlich gesehen nicht erlaubt war, nicht funktioniert und so weiter. Warum man immer in diese Theatralik verfallen muss, das scheint beim Kassensturz der Inhalt der Sendungen zu sein. Es geht nicht um klassische Berichterstattung, nein, es geht um Manipulation. Mit solchen Aussagen und Bildern, wie wir es eben gesehen haben, werden die Menschen manipuliert und jeder denkt, ja was, Geld, so mein Geld. Und hier können wir ja die Leute das Wort Geld ist ja in der Schweiz mit einer besonderen Bedeutung versehen. Und wenn man natürlich so eine Sendung aufbaut, dann ist das peinlich. Gehen wir mal zurück zum eigentlichen Thema. In dieser Sendung stand dann ganz am Anfang eine ganz schöne Überschrift: dubiose Akupunkturmethode, Esoterikarzt zockt schamlos ab. Das ist die Überschrift des Textes, den Sie, die Quellenangabe haben wir oben, ich gehe da noch mal etwas runter. Da sehen Sie das, das steht original im Kassensturzbericht, der im Internet zu finden ist, oben drüber. Als Text darunter steht dann: trotz Berufsverbot behandelt Ulrich Werth Patienten, seine selbst erfundene Methode, ewige Nadel ist reine Abzocke. Also auch da, liebe Zuschauer, muss ich ja mal folgenden Kommentar dazu abgeben. Was wissen die Herren vom Kassensturz und die Damen über diese Methode? Mit wie vielen Menschen haben sie gesprochen über diese Methode? Wie viele Mediziner wurden befragt zu dieser Methode, um überhaupt so eine, nach meinem Dafürhalten, ebenfalls manipulative Aussage zu machen, mit Ausdrücken drin, wo Behauptungen aufgestellt werden, die meines Erachtens nur peinlich sind? Das Ganze hat der gleiche Reporter gemacht, der damals diesen Lügenbericht über mich verbreitet hatte. Der Herr Peter Basler tut sich da wieder sehr hervor. Und wieder mal muss ich sagen, lieber Peter, hast du voll daneben gelangt, weil die Aussagen sind schlicht und ergreifend schlecht recherchiert und falsch. Die ganze Sache ins Laufen gebracht hat ein Ehepaar R. Dieses Ehepaar war zur Behandlung in Valencia und hat dann gegenüber dem Kassensturz, also diese ganzen einseitigen Darstellungen von ihren Behandlungen rübergegeben. Dann ist im Text drin, dass sie einen schweren Unfall hatten. Dann sieht man auch dieses Bild, was dann nachgestellt wurde vom Kassensturz. Und sie hätten Mühe mit ihrem Gedächtnis, sagt Enrico und Marlies R. Und aus dem Grund sind sie dann zur Klinik quasi und sich behandeln zu lassen. Drunter steht dann in dieser Beschreibung, Anfang 2019 sehen Sie in der Esoterik-Sendung, also da auch noch gleich mal eine Erklärung dazu. Esoterik heißt übersetzt altes Wissen.
Ich danke dem Kassensturz, dass er meine Sendung mit dem Thema alte Wissenssendung bezeichnet, weil das stimmt, wir berichten auch über altes Wissen. Und da wird dann weitergeschrieben, wie der deutsche Neurologe, Psychiater und Akupunkteur Ulrich Werth hoffnungslose Fälle heilt. Deshalb reisten sie nach Valencia und lassen sich von Werth behandeln. Dieser setzt in jedes Ohr 101,2 mm lange Titannadeln für die halbstündige Behandlung inklusive Voruntersuchung und Nachkontrolle bezahlen sie 18.000 Franken. Also da muss man sagen, allein das Setzen der Nadeln dauert ungefähr eine halbe Stunde. Bei zwei Leuten ist das eine Stunde plus das Vorgespräch plus. Also ist das der Preis. Eine Besserung trat nicht ein, deswegen will das Ehepaar die Nadeln loswerden. Doch dazu wäre eine größere Operation nötig, die die Ohren wahrscheinlich verunstalten würde. Von Werth behandeln. Auch da ist bereits die Aussage unwahr. Ausschließlich die Beratung hat Dr. Werth gemacht. Die Behandlung in Valencia wurde von der dort ansässigen ausgebildeten Ärztin Frau Dr. Med durchgeführt, die Nadeln gesetzt und die Punkte besprochen. Ich habe nochmal mit der Leiterin der Klinik für neuroregenerative Medizin in Valencia gesprochen und wollte von ihr wissen, wie war der Ablauf tatsächlich und wer hat Herrn R. die Nadeln gesetzt vor Ort? Weil hier stand in der Aussage, sie wurde von Dr. Werth behandelt. Und das ist nicht richtig. Hören wir uns das Interview an mit Frau Viktoria Stepanenko, der kaufmännischen Leiterin des Zentrums für neuroregenerative Medizin in Valencia. Liebe Zuschauer, jetzt bin ich verbunden mit Viktoria Stepanenko, der Leiterin der Klinik für neuroregenerative Medizin in Valencia, die Methode von Dr. Ulrich Werth, die ewige Nadeln, seit Jahren praktiziert. Hallo Viktoria, kannst du mich hören? Ja, wunderbar und schönen Tag und guten Morgen. Das ist aber ganz lieb. Wie ist in Spanien das Wetter, auch so sonnig wie bei uns? Ja, Sonne ist da, der Frühling ist da, es blüht. Das hört sich gut an. Unser Thema ist leider nicht der Frühling und die schöne Stadt Valencia. Nein, hier gab es am 25.02. im Schweizer Fernsehen im Format Kassensturz eine Sendung, in der ein Ehepaar R vorstellig wurde und unter anderem behauptete, dass sie von Dr. Ulrich Werth in Valencia behandelt wurden. Meine konkrete Frage, wer hat die Nadeln dem Ehepaar R in Valencia gesetzt? Das Ehepaar war bei uns hier und die haben die ganze Medizin nicht besorgen und die Nadeln von unseren leitenden Ärzten hier in Spanien bekommen. Aha, also nicht Dr. Werth hat die Nadeln gesetzt, sondern die leitende Ärztin in der Klinik. Genau. Wir haben eine Ärztin, die verantwortlich ist für die ganzen medizinischen Behandlungen und sie kümmert sich um die Patienten und setzt die Nadeln. Wunderbar. Also Dr. Werth, nach meinen Unterlagen, war ausschließlich beratend tätig, aber wie gesagt, hat nicht die Nadeln gesetzt in der Klinik. Wer hat denn die Rechnung gestellt an das Ehepaar R? Hat das Dr. Werth gemacht oder die Klinik? Natürlich, die Klinik hat die offizielle Rechnung gemacht. Mhm. Auch, soweit ich mich erinnern kann, auch mit großem Rabatt, weil ja, es waren zwei komplizierte Fälle. Mhm. Und natürlich, da braucht man normalerweise eine große Anzahl von Nadeln. So, meine nächste Frage ist, ich habe hier in den Unterlagen die Kopien der sogenannten Patientenerklärung. Das heißt, wenn ich das hier richtig lese, das heißt Einverständniserklärung für Implantatstherapie zum einen und zum anderen gibt es noch eine gesamte Erklärung, wo darüber steht,
Zentrum für Neuroregenerative Medizin und Einverständniserklärung des Patienten. Diese beiden Erklärungen, in denen explizit darauf hingewiesen wird, dass es keine Erfolgsgarantie gibt, dass als welche Nebenwirkungen bekannt sind, dass das Ohr mal schmerzen kann, wenn man drauf liegt, alles das wurde beiden vorgelegt, haben beide unterschrieben. Ist das richtig so? Genau, das ist richtig. Alle unsere Patienten haben schriftliche medizinische Aufklärung, die sie erklärt bekommen, lesen und unterschreiben und eine Kopie mitnehmen. Aha, also, und in dieser ganzen Behandlung von dem Ehepaar R, gab es Komplikationen oder lief es ab wie bei allen Patienten oder so, wie ich es bereits kenne, als wir den Bericht gemacht haben über eure Klinik? Bei diesem Fall war die Behandlung normal, aber was mir aufgefallen ist, das war schon ein bisschen Extrafall, weil die Patienten hatten noch viele Extrawünsche, die sie noch extra behandeln wollten. Und auf jeden Fall die Zeiteinwand und die Nachbetreuung nachher, das war auch speziell. Okay, also Sie waren nicht nur bei euch, um die Spätfolgen Ihres Unfalls, wo es da mit den Nacken Probleme hatte, zu behandeln, sondern es gab auch noch andere Thematiken, die nichts mit dem Unfall und der Folge zu tun hatten. Ja, auf jeden Fall waren viele Extrawünsche noch dabei. Okay. Victoria, sind dir in den ganzen Behandlungen, die bisher gemacht wurden in eurer Klinik, sind euch irgendwelche Nebenwirkungen bekannt, die im Laufe der Zeit, weil die Klinik ist ja jetzt schon über Jahre am Machen, über 6.000 Menschen wurden behandelt. Gibt es bekannte Nebenwirkungen? Also was man normalerweise unter Nebenwirkungen versteht, nicht. Die einzigen Nebenwirkungen sozusagen können sein, dass man mehr Energie hat, dass man bessere Laune hat und viele andere sozusagen positive Erscheinungen, die vorkommen, weil das ganze Regenerationsprozess des Körpers wieder im Gange ist. Aber negative Nebenwirkungen sind nicht bekannt, auch nach den vielen Studien, wissenschaftlichen Doppelblindstudien, die wir gemacht haben, waren keine Nebenwirkungen zu sehen. Okay, jetzt habe ich auch gelesen, dass nicht nur Dr. Wert und eure Ärztin in Valencia das macht, sondern dass es gerade in Südamerika auch bereits schon von euch ausgebildete Ärzte gibt, wo diese Methode angewendet wird. A, gibt es andere Ärzte, die das machen? Und B, wo wird denn die Methode überall auf der Welt angewendet? Ja, seit 8 Jahren arbeiten wir mit 5 Ländern in Lateinamerika, weil natürlich von Spanien und Spanischsprache ist ganz einfach in Lateinamerika, weil die Ärzte haben gute Ergebnisse der Therapie gesehen und waren sehr begeistert, das zu lernen zu machen. Und wir arbeiten mit Chile, Argentinien, Mexiko, Peru und das fünfte und Kolumbien. Genau, Kolumbien arbeiten wir zusammen mit anderen Ärzten, die die Therapie anwenden. Und das sind Schulmediziner, die sich haben ausbilden lassen in dieser Methode. Und das wird angewendet in Kliniken oder ist das separat in Extrakliniken? Nein, das ist alles in den Kliniken. Also das sind alles ausgebildete Schulmediziner, die da in Südamerika das anwenden. Genau. Letzte Frage, Victoria. Es wurde auch von der Frau R. behauptet, dass seit sie die Implantate drin hat, sie Schmerzen im Knie bekommen würde und so ein Ziehen. Also sie hat es nicht definiert, aber es klang so, als würde sie das auf die Nadeln zurückführen. Kennt ihr so einen Fall, dass Nadeln irgendwelche Schmerzen in anderen Körperteilen verursacht haben? Ist dir da irgendwas aus der Vergangenheit bekannt oder etwas Ähnliches? Nein, gar nicht. Man muss vielleicht die Frage stellen, ob das Knie davor schon wehgetan hat oder ob das Knie mehr wehgetan hätte und miteinander weniger. Aber wegen den Nadeln ist das unmöglich. Wunderbar.
Ich bedanke mich für die Zeit, auch wenn die Qualität unseres Interviews nicht so besonders war. Ich bitte da die Zuschauer um Verständnis, da natürlich alle Leitungen überlastet sind durch die aktuellen Themen, genau, die wir im Außen haben. Nach wie vor kommen die Patienten zu euch nach Valencia. Nach wie vor wird in der Klinik erfolgreich behandelt. Stimmt das? Genau. Also, dann sage ich ganz herzlichen Dank für das Interview und weiterhin viel Erfolg in der Klinik in Valencia. Vielen, vielen Dank, alles Liebe und ja, alles Beste. Dankeschön. So, liebe Zuschauer, das war unser Interview mit der Leiterin der Klinik für Neuroregenerative Medizin. Wir geben wieder zurück ins Studio. So, liebe Zuschauer, Sie haben gehört, was Frau Stepanenko gesagt hat. Ich bitte die schlechte Tonqualität zu entschuldigen. Durch die Überlastung der Netze haben wir das per Telefon gemacht, das heißt zu Ihrem Mobiltelefon in Spanien. Deswegen etwas schlecht die Tonqualität. Was haben wir gehört? Also erstens mal habe ich hier original vorliegen von dem Ehepaar R unterschrieben, die sogenannte Patientenunterlage, die als Belehrung gegeben wird. Sie ist zweiseitig plus der dritten. Hier sind alle Originale in Kopie mir vorliegend. Was da drin steht, was die beiden unterschrieben haben, was ihnen als Beratung gesagt wird. Und natürlich, Dr. Wert ist ausgebildeter Schulmediziner und er kann natürlich genauso wenig einen Behandlungserfolg garantieren wie alle anderen Mediziner in allen anderen Bereichen. Und das tut er auch nicht. Er sagt aus den Erfahrungen, über 6.000 Patienten hat er bereits behandelt und wie gesagt, bei über 84%, das haben wir jetzt recherchiert, war die Behandlung erfolgreich. Das ist ein gutes Ergebnis. Im Fortverlauf dieser Sendung wurde dann eine Dame interviewt, die als Expertin dargestellt wird mit der Aussage, er missbraucht das Wort Akupunktur, wahrscheinlich um sein Verfahren mehr Anerkennung zu verleihen. Hier wurde gezeigt, die Akupunkturspezialistin Claudia Witt, die an der Universität in Zürich arbeitet. Dann steht da drunter, die Expertin warnt vor Behandlung. Für Claudia Witt, eine der führenden Akupunkturspezialistinnen, macht diese Behandlung überhaupt keinen Sinn. Mit Akupunktur habe dies gar nichts zu tun, sagt die Professorin vom Institut für Komplementäre und Integrative Medizin des Universitätsspitals Zürich. Er missbraucht das Wort Akupunktur, wahrscheinlich um seinem Verfahren mehr Anerkennung zu verleihen und damit es nicht so unseriös wirkt, wie es wirklich ist. Liebe Frau Professor Witt, also diese Aussage ist mehr als peinlich. Erstens, Permanentakupunktur ist bereits seit mehreren Jahren bekannt und wird nicht nur von Dr. Wert, sondern auch von 7 Kliniken in Südamerika, die von Dr. Wert ausgebildet wurden, ausgeführt und das ausschließlich von Medizinern, also ausgebildeten Schulmedizinern. Dann kam ja Ihre Aussage, Akupunktur, weil der Dr. Wert da anscheinend irgendetwas missbraucht. Dann haben wir auch da ein bisschen recherchiert, Frau Professor. Und wie gesagt, was mich fasziniert hat, die Deutsche Ärztegesellschaft für Akupunktur mit Sitz in München hat das Diplom A am 14. Juni 1995 an Dr. Med. Ulrich Wert verliehen, hat vor einem Prüfungsausschuss der Deutschen Gesellschaft bla 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 am 14. Juni 1995 den Nachweis einer Akupunktur-Grundausbildung Diplom A erbracht und damit den Anforderungen der Deutschen Ärztegesellschaft für Akupunktur entsprochen. Das ist das eine, Frau Professor. Das andere, dann haben wir weiter nachgeschaut. Die Europäische Akademie für Akupunktur verleiht dieses für die Akupunkturausübung qualifizierte Diplom an Dr. Med. Ulrich Wert. Am 15.09.2000 hat Dr. Med. Ulrich Wert die Befähigung zur Akupunkturbehandlung erworben durch die Absolvierung von 140
Theorie und weiteren Praktikumsstunden. Die erfolgreiche Teilnahme an den schriftlichen und mündlichen Prüfungen, sowohl in klassischer chinesischer Akupunktur als auch in Ohrakupunktur, wird durch dieses Diplom bestätigt. Führende europäische Akupunkturorganisationen sind die Träger dieses Diploms, der Grundqualifikation nach Ärztekammerrichtlinien und stehen für den höchsten Standard und Wert der zugrunde liegenden Ausbildung. Sie haben das verstanden, Frau Dr. Witt. Ich kann Ihnen gerne die Diplome zukommen lassen. Dann haben wir weiter recherchiert. Dann gibt es hier ein Zertifikat nach traditioneller chinesischer Medizin vom 3. September im Jahr 2000 in Toronto. Dann gibt es ein weiteres Zertifikat für Dr. Ulrich Wert, ausgestellt in Spanien von der Societe Valencia de Acupunctura. Und dann gibt es von der Universität in Pune in Indien eine Urkunde, auch das können wir zeigen. Dort wurde ebenfalls ihm zertifiziert, eine weitere Akupunkturausbildung und wurde ebenfalls Dr. Ulrich Wert eine Professur verliehen, die er nicht nutzt und auch nicht trägt, aber diese Universität hat den Professorentitel Dr. Ulrich Wert verliehen. So viel zu dem Thema, er würde das missbrauchen. Was mich da dann motiviert hat zu sagen, ich werde mal schauen, ob es nicht unter den Patienten eventuell einen Mediziner gibt, der sich die Permanent-Akupunkturnadeln von Dr. Wert hat setzen lassen. Und den fragen wir doch einmal, wie er diese Methode sieht. Und da haben wir einen gefunden und es ist der Leiter der Berner Augenklinik. Und sein Name ist Professor Dr. Fankhauser. Schauen Sie sich das Interview mit Professor Dr. Fankhauser an, was der zu dem Thema zu sagen hat. Er ist Professor, er ist Mediziner, für ihn ist Augenakupunktur bekannt, Permanentakupunktur ist ihm bekannt. Hören Sie, was er dazu zu sagen hat. So, meine Lieben, ich bin heute hier im Augenzentrum in Bern, im Augenzentrum Fankhauser. Bei mir sitzt Professor Dr. Fankhauser. Ihm darf ich ein paar Fragen stellen. Vielen Dank, dass ich kommen durfte. Aber gerne, herzlich willkommen. Professor Fankhauser, woher kennen Sie den Dr. Wert? Interessante Frage, weil es ein bisschen ein Umweg gewesen ist. Ich halte ja in meiner Funktion hier als Klinikchef regelmäßig Patientenvorträge. Und da kriege ich immer jede Menge Fragen zu den Themen, die ich da so vorstelle. Und da ging es um die Makuladegeneration und viele andere neurologische Probleme. Und da hat mir eine Patientin, die einen anderen Patienten begleitet hat, eine Frage gestellt, ob ich den von Dr. Wert und seiner Methode kennen würde, davon wissen würde. Habe ich gesagt, ehrlicherweise nein, aber das hat mich gefuchst ein bisschen, deshalb habe ich nachrecherchiert und habe festgestellt, was der Dr. Wert alles so tut und macht, in seinem Leben schon getan hat und im Moment gerade macht. So bin ich auf ihn draufgekommen, effektiv. Diese Thematik mit der sogenannten ewigen Nadel ist ja, also im Fachbegriff habe ich jetzt mir angelesen, heißt das Permanent-Akupunktur. Und wie haben Sie diese Methode eingesetzt? Können Sie die für sich einsetzen? Haben Sie das selbst genutzt? Ich habe das selbst genutzt, weil ich mir gedacht habe, ich habe selber ein Problem, das schon längere Zeit nicht gelöst ist. Schmerz im Knie nach einem Unfall konnte mit Schmerzmitteln behandelt werden, aber nicht ausreichend und jede Nacht alle 2 Stunden aufgewacht von den Schmerzen. Also nicht so richtig lustig, wenn man dann noch arbeiten muss dazu. Das stimmt. Und keine Entspannung im Schlaf vor allem. Nicht wirklich, genau. Und Akupunktur weiß ich hilft, weil ich arbeite mit Akupunkturen zusammen im Rahmen der Augenheilkunde. Funktioniert ganz gut und dann habe ich eben dieses erste Mal von dieser Permanent-Akupunktur gehört und habe gedacht, vom Grundprinzip her klingt das interessant und weil ich gedacht habe, das sollte man zuerst mal selber testen, bevor man es einen anderen testet, habe ich gedacht, okay. Das ist eine gute Einstellung. Dann habe ich mal gedacht, ich nehme mit dem Dr. Wert Kontakt auf und schaue, was er zu der Problematik sagt. Mhm. Und das Gespräch, hat er Ihnen da können Hoffnung machen, dass die Permanent-Akupunktur auch in Ihrem Fall hilft?
Hat er gemacht. Ich habe natürlich vorher reichlich gelesen, recherchiert, Publikationen gelesen und wusste schon ziemlich viel über ihn und seine Methode, bevor ich überhaupt mit ihm das erste Mal gesprochen habe. Und dann hatten wir ein sehr nettes Anfangsgespräch, wo er mir gesagt hat, ja, das wäre durchaus eine Chance, dass er mir da helfen könnte. Mhm. Er habe im Moment noch gerade nicht die Logistik zur Verfügung, aber sobald er die haben würde, dann würden wir erneut in Kontakt treten. So ist es auch geschehen. Mhm. Und die Behandlung, wo fand die statt? Die fand in Mallorca statt, Palma de Mallorca. Schön, ne? Konnte man sich ein bisschen erholen dabei. Auch wissen Sie, wenn man die Sache in den obersten Prioritätskorb reinsetzt, dann vergisst man ein bisschen die Schönheit, weil das andere ist dann wirklich sehr, sehr im Fokus. Und ich sage immer so, Mallorca ist ja nicht gerade so unbedingt der Traumort, wo ich mich aufhalten würde. Es ist mir ein bisschen zu sehr touristisch gelagert, das Ganze. Das stimmt, wobei das Innere der Insel und der Norden sehr schön ist. Das habe ich gehört, aber habe ich nicht allzu viel davon gesehen. Es ging ja um einen guten Zweck. Ja. Wie lief die Behandlung ab? Na, ich bin da hingegangen zur richtigen Zeit, am richtigen Ort. War gar nicht so einfach zu finden. Und da hat der Dr. Werk gleich die Tür aufgemacht, hat mich mit meiner Freundin willkommen geheißen. Wir haben vorher ein bisschen gesprochen miteinander, hat sich die Sache kurz angeschaut. Und dann ging es darum, diese verschiedenen Akupunkturstellen zu planen und dann durchzuführen. Und da habe ich mich da ganz locker auf den Tisch gelegt, ein bisschen lokale Betäubung gekriegt. Und dann schwuppsdiwupps waren ein paar Nadeln drin. Und das ging schneller vorbei, als ich mir gedacht hätte. Da war die Anreise länger wie die Behandlung, ne? Deutlich länger. Und diese Nadeln, wie viele, darf ich fragen? Na, ich weiß es auch nicht ganz genau. Ich denke, so um die 100 und irgendwas dazu sind da drin gelandet letztendlich. Wie war die Reaktion? Konnten Sie gleich nach der Behandlung eine Reaktion merken oder hat es erst später eingesetzt? Ja, das war das erstaunlich. Ich bin von diesem Behandlungstisch aufgestanden und habe gedacht, was ist denn jetzt los mit meinem Knie? Es ist zwar noch bewegungseingeschränkt, rein mechanisch, aber die Schmerzen waren weg. Und normalerweise waren die Schmerzen so nach einer halben Stunde Liege durchaus präsent. Mhm. Und dann in der ersten Nacht, darauf folgende Nacht, habe ich gedacht, naja, kann ich denn wohl schlafen? Die Ohren haben ein bisschen geschmerzt, aber sonst hat nichts geschmerzt. Das Knie ganz insbesondere überhaupt nicht. Mhm. Das heißt, es war nach langer Zeit, nach einigen Jahren, die erste Nacht, die ich schmerzfrei verbracht habe. Und das war schon ein Ereignis. Das kann ich mir vorstellen. Man glaubt es gar nicht. Ne? Habe ich mir auch gedacht, in der Tat. Als dieses Ohrenschmerzen, sagt ja der Dr. Wirth, das ist immer ein, zwei Tage nach der Behandlung, weil das ja eine Wunde ist. Klar, wenn ich ein Implantat ins Ohr, ins Fleisch hineindrücke, ist das eine Wunde. Hat sich das gegeben? Wie lange hat es wehgetan? Ach, wissen Sie, das bisschen pieksen, das macht nicht wirklich viel Schmerzen. Das hat vielleicht die erste Nacht das mich gestört und dann am nächsten Tag war das schon im erträglichen Ausmaß. Diese Miniaturnädelchen, die bewegen sich ja, wenn man das Ohr auch bewegt, wenn man die mimische Muskulatur aktiviert, dann bewegen sich die am Anfang ein bisschen klein wenig, bis die richtig eingewachsen sind. Da würde ich sagen, so nach 3-4 Tagen war das unter die Bewusstseinsschwelle abgeklungen. Perfekt. Gab es irgendwann Störungen? Gab es irgendwann eine Situation, wo durch die Nadeln ein Schmerz ausgelöst wurde oder irgendwann, wenn man drauf liegt, spüren Sie was? Sind Sie in irgendeiner Art beeinträchtigt durch die Nadeln? Na, wenn man drauf liegt, dann spürt man es ein klein wenig. Aber das würde ich sagen, ist sehr im Rahmen des Erträglichen am Anfang und eben nach 4-5 Tagen ist das so weit unten, dass es schon fast gar nicht mehr stört. Das ist aber auch, ist auch logisch, weil diese Nadeln brauchen einen Moment, bis die eingekapselt sind vom Bindegewebe. Also von dem her nicht wirklich was Erstaunliches. Mhm. Und so von Komplikationen habe ich selber gar nichts gespürt. Es kann Infektionen, Blutungen und solche Sachen geben. Nichts gemerkt. Wie lange ist das jetzt her? Das ist eine gute Woche. Wo die Nadeln gesetzt wurden? Mhm. Oh, und seitdem Schmerzen? Weg. Das spricht ja eigentlich für die Methode. Ich meine, jemand, der sich mit Augenheilkunde beschäftigt und auch natürlich da das Akupunkturthema kennt, wie sieht er diese Behandlungsmethode überhaupt? Weil es wird ja in vielen Bereichen sehr große Kritik dagegen geübt und manche Leute sagen, es hätte mit Akupunktur gar nichts zu tun. Wie sieht das ein Fachmann wie Sie? Naja, ich bin ja wirklich Schulmediziner und aus der Schulmedizin habe ich gelernt, dass das eigentlich theoretisch nicht so richtig nachvollziehbar ist, wie das funktionieren kann. Aber ich habe gleichzeitig im Rahmen von meinen Behandlungen mit meinen Patienten gelernt, dass es viele Dinge gibt, die die Schulmedizin nicht perfekt versteht und nicht perfekt behandeln kann. Denn so haben wir große Behandlungs- und Wissenslücken.
Und da muss ich einfach sagen, es gibt jenseits von dem, was wir wissen, noch diverse Dinge, die offenbar auch funktionieren, auch wenn wir es gar nicht auf den Moment richtig verstehen. Und jemand, der sich mit dieser Thematik befasst hat, wie der Dr. Werth oder andere Akupunkteure, die sich da wirklich damit auseinandergesetzt haben, die verstehen da viel mehr davon als ich. Und da kann ich nur sagen, mit größtem Respekt, dieses Resultat ist überzeugend. Ich kann es nicht nachvollziehen, ich könnte es selber auch nicht nachreproduzieren, weil ich das nicht gelernt habe, aber bei mir hat es jetzt funktioniert. Und ich finde, es ist ja letztendlich egal, wie es funktioniert, wenn es funktioniert. Absolut. Wenn man also 2 Jahre oder 3 Jahre mit Schmerzen rumgelaufen ist und es kommt eben eine Behandlungsmethode, die nicht orthodox ist und sie wirkt, dann sage ich mir, ja, hurra. Haben wir wieder was gefunden? Und genau. Ich habe es gelernt, dass es noch was dazu gibt, was ich nicht verstehe, was ich aber gerne mehr verstehen möchte. Ich sage immer, ich fahre ein Auto mit einem Common Rail Diesel. Weiß ich, wie der funktioniert? Nö. Fahren tue ich das Auto trotzdem. Genau. Und das ist das gleiche Thema, sage ich immer. Entscheidend ist doch, ob eine Methode zum Erfolg führt. Und dann gibt es ja immer noch so eine Aussage, dass das, wenn man diese MHT-Geschichte macht, durch diesen Tunnel da geschoben wird, dann würde das nicht gehen, wenn man die Nadeln im Ohr hat. Aber Titan magnetisiert sich doch gar nicht. Nee, es ist erstens mal von der Masse her zu wenig. Zweitens ist es so, dass es nicht großartig stören würde, sogar wenn es magnetisieren würde. Macht auf dem MRT überhaupt keine Probleme. Ja, also ich habe das auch nicht verstanden. Und auch muss man überlegen, wenn es denn so wäre, dass es ein paar Probleme machen würde, können die nicht groß sein, weil wir sehen ja Leute mit Platten, mit Schrauben, allen möglichen in den Gesichtern drin, die auch ein MRT kriegen können. Und durch die ganzen Schatten können wir trotzdem noch Diagnostik machen. Und es ist ja nicht so, dass ich jetzt gerade in der Situation bin, wo ich übermorgen einen MRT brauche, um mein restliches Leben fristen zu können. Sondern ich hoffe, ich brauche das gar nicht. Demzufolge ist die Priorität eben auf dem, was mich gestört hat. Und als Sie zurückgeflogen sind, hat es dann gequietscht beim Flugplatz, wo Sie durch die Barriere durch sind? Nichts hat gepiepst. Natürlich kann es auch nicht, wie gesagt, weil es nicht reflektiert. Ich habe an anderer Stelle im Körper habe ich Metall drin. Das piepst auch nicht. Dann können diese paar Stiftchen eben auch nicht piepsen. Also eine Einschränkung macht es nicht in keinem Bereich. Nicht, was ich erlebt hätte, nein, überhaupt nicht. Wenn jetzt jemand zu Ihnen käme, der auch eine Problematik hat, würden Sie die Methode weiterempfehlen? Ich bin immer ein bisschen vorsichtig, weil ich will auch noch ein bisschen langfristige Effekte sehen. Es kann manchmal sein, dass ein Eintagsflieg ist, wie wir dem sagen. Es wirkt kurz und dann verschwindet die Wirkung wieder. Und das ist natürlich nicht, was unter Nachhaltigkeit zu verstehen ist. Das heißt, ich würde schon noch ein bisschen warten wollen, wie das sich so weiter gibt bei mir und wie das funktioniert. Und wenn ich sehe, dass es hat einige Wochen, Monate Konstanz drin, ändert sich nichts, dann kommt sicher schon mal eine Empfehlung von meiner Seite. Wenn es dann noch länger wirkt, dann wird diese Empfehlung entsprechend stärker und deutlicher ausgesprochen werden. Das finde ich aber eine ganz tolle Herangehensweise. Erstens Ihre Offenheit alternativen Methoden gegenüber. Auf der anderen Seite das selbst zu machen, erst zu testen, bevor man es weitergibt und dann auch noch die Wirkzeit abzuwarten. Mein großes Kompliment an Sie, Herr Professor Fankhauser. Es freut mich, dass es solche Mediziner gibt und da können die Leute auch sich drauf freuen. Und vielen Dank für das Interview. Sehr gern geschehen. Ich danke Ihnen. Liebe Zuschauer, Sie haben es gehört, was der Professor Fankhauser gesagt hat zu dem Thema. Machen Sie sich selbst eine Meinung. Wir gehen jetzt zurück ins Studio. Auch haben Sie gehört, was Professor Dr. Fankhauser zu diesem Thema gesagt hat. Ich brauche das nicht kommentieren. Sie müssen sich eine Meinung bilden. Und jetzt vergleichen Sie diese ganzen Aussagen von den Menschen, die von Herrn Basler da im Kassensturz vorgeführt wurden. Und wahrscheinlich stellen die sich immer zur Verfügung, wenn der Kassensturz irgendein Blabla veröffentlichen will. Hier übrigens nochmal die Originalurkunde der Professur, die die Universität in Indien an Herrn Dr. Werth verliehen hat. Hier steht auch nochmal drauf, der Astang Ayurveda Mahalaya Universität in Pune. Professor Dr. Med Ulrich Werth, MD, Neurolist und Psychiater from Magdeburg, Germany, has been awarded by the College Honor Professor 2003. Also Ehrenprofessor, Honor, HC, kennen wir. So, dann gehen wir mal weiter. Und was mich dann besonders amüsiert hat und was eigentlich eine verbotene Werbung in einer Berichterstattung ist, sonst müssen die Herren oben auch Werbesendung hinschreiben. Was steht drunter, wenn wir nochmal auf dieses PDF gehen? Da steht dann drunter, nachdem die Professorin warnt,
dass vor der Behandlung Merkblatt Uni Zürich, so finden Sie einen seriösen Akupunkteur. Datei herunterladen. Also das ist ja wohl ein Gimmick in sich, oder? Wird hier jetzt versucht, andere Praxen zu fördern mit einem Lügenbericht über den Doktorwert. Und außerdem, Anstand besitzt der Kassensturz auch nicht. Da wird behauptet, Dr. Wert hätte keinen Doktortitel. Das ist genauso ein Humbug. Hier, Medizinische Akademie Magdeburg. Dr. Wert, Diplommediziner. Hier, Universität Rostock hat Ulrich Wert sein Medizinstudium mit Auszeichnung und mit dem Gesamtprädikat sehr gut abgeschnitten. Hier sind die ganzen Noten drin. Die Schweizer wissen, dass das in Deutschland genau andersrum ist wie in der Schweiz. Da ist die 1 die beste Note und nicht die 6. Ich lese nur mal hier vor. Biologie 2, Chemie 2, Physik 1, Anatomie 1, physiologische Chemie 1, Psychologie 1, Pharmakologie 2, Pathologie 2, Mikrobiologie 2, Kardiologie 2, Innere Medizin 1, Chirurgie 1, Gynäkologie und Geburtshilfe 1, Pädiatrie 1, Allgemeine und Kommunalhygiene 1, Arbeitshygiene 1, Sozialhygiene 2, Orthopomologie 1, Psychiatrie und Neurologie 1, Otorino 1, Orthopädie 1, Gerichtsmedizin 1. Das ist Dr. Wert. Und dann, wie gesagt, hier haben wir auch die Verleihung seines Doktortitels. Wir blenden das ein. Hier haben wir seine Zulassung als spanischer Arzt von der spanischen Ärztekammer. Hier haben wir die Bestätigung, dass seine Nadeln weder magnetisch sind, noch irgendeine Konsequenz haben, wenn man die Leute durch dieses MT schiebt. Hier haben wir seine staatliche Anerkennung als Facharzt für Neurologie und Psychiatrie und so weiter und so weiter. Und hier habe ich noch was ganz Besonderes. Hier übrigens ist es Dr. Med, der Doktortitel, den er nach wie vor hat und nach wie vor auch tragen darf. Und ganz speziell ist das hier, was ich dann gefunden habe. Dann gab es vom 24. November 2004 vom Bundesamt für Gesundheit in Bern eine Anerkennungsbestätigung zwischen der Europäischen Gemeinschaft und den Mitgliedstaaten und der Schweizer Eidgenossenschaft. Und daraufhin wurde 2004 in Bern Dr. Wert eine Arbeitserlaubnis erteilt. Also, das nochmal zu Ihrer Information. Gehen wir weiter. Unter diesem Bericht, als die Frau Professor Witt dann behauptet hat, dass das alles unseriös ist und selbst erfunden, ist richtig, hat er auch, weil sonst würden das vielleicht Sie machen, steht dann da unten drunter, und das hat mich dann am meisten gestresst, wie man so etwas behaupten kann, verurteilter Betrüger. Bei diesen Auftritten gibt sich Wert auch als Menschenfreund. Tatsächlich ist er in Deutschland aber wegen Körperverletzung und Verstoßes gegen das Medizinproduktegesetz verurteilt. Zudem wurde ihm in 700 Fällen gewerbsmäßiger Betrug vorgeworfen, Schadenssumme 4,4 Millionen. Seit 2006 darf er in Deutschland nicht mehr als Arzt praktizieren. Aufgrund mehrerer Strafbefehle wurde die Unwürdigkeit zur Ausübung des ärztlichen Berufes festgestellt. Da will ich gar nicht viel dazu sagen. Hören Sie sich das Gespräch mit dem Strafverteidiger von Dr. Wert an. So, liebe Zuschauer, mit mir telefonisch verbunden aufgrund der Situation konnte Herr Professor Dr. Michael Nagel leider nicht zu uns ins Studio kommen, aber er war... So, liebe Zuschauer, mit mir telefonisch verbunden aufgrund der Situation konnte Herr Professor Dr. Michael Nagel leider nicht zu uns ins Studio kommen, aber er war bereit, mir über Telefon die Fragen zu beantworten. Herr Professor Nagel, können Sie mich hören? Ja, ich kann Sie hören, Herr Brackenhagen. Wunderbar, vielen Dank. Es geht um den Kassensturzbericht. Kassensturz ist ein Format im Schweizer Fernsehen, die am 25.02. einen Bericht gemacht haben zum Dr. Ulrich Wert und seiner Behandlungsmethode. Meine erste Frage wäre, wie lange und durch was kennen Sie den Dr. Wert? Ich kenne Herrn Dr. Wert seit
Ende, Anfang der 2000er Jahre. Ich habe ihn kennengelernt im Zusammenhang mit seiner Heilmethode und betreue ihn seither in vielen Rechtsfragen. In vielen Rechtsfragen, da sind wir schon beim Thema. Also in dieser Sendung wird Herr Dr. Werth als Betrüger bezeichnet und es wird ihm unterstellt, er hätte gar kein Arztdiplom. Ist das richtig? Also das ist falsch, das ist verleumderisch. Also er darf weder als Betrüger dargestellt werden, noch darf ihm untersagt werden, als Arzt zu arbeiten. Meines Wissens nach ist er im Besitz des Doktortitels als akademischer Grad und er hat auch seine Zulassung in Spanien und in einem südamerikanischen Land und ist dort tätig. Oder haben Sie eine andere Information? Nein, ich habe keine andere Information. Er hat sogar eine mit Auszeichnung hochdekorierte Arbeit geschrieben, über die er seinen Doktortitel einst mal erworben hat. Ihm sind hier im Kontext der Anschuldigungen in Deutschland mal die Approbation entzogen worden. Das ist aber für sich auch skandalös, dass er die noch nicht zurückbekommen hat. Aber er darf natürlich in Spanien und anderswo als Arzt arbeiten. Mhm. Dann wird hier behauptet, also das steht sogar so im Text drin, und auch ein Mensch mit dem Namen E.R. verbreitet E-Mails, wo drin steht, dass der Dr. Ulrich Werth wegen 700-fachen Betruges und einem Schaden von mehreren Millionen verurteilt worden wäre. Ist das richtig? Ja, das ist schlicht gelogen, das ist verleumderisch und wäre für sich genommen strafbar. Es hat ein Ermittlungsverfahren gegeben, das ist aber eingestellt worden, also da ist nichts dran richtig. Und dann kennen Sie auch die Methode, dieses Thema ewige Nadel? Ja, natürlich, die kenne ich. Das ist ja seine Heilmethode, die er durch einen glücklichen Zufall als begnadeter Akupunkteur mal entdeckt hat. Und da geht es jetzt im zweiten Fall darum, ich weiß, es gab in Deutschland ein Verfahren, wo ein Professor behauptete, dass die Anwendung oder dieses Prinzip der ewigen Nadeln alles Unsinn, Scharlatanerie wäre und nicht funktionieren würde. Da gab es ein Urteil, wo er dann verurteilt wurde zu Schadensersatz. Was ist Ihre Einstellung dazu? Ist diese Methode wirksam und kennen Sie dieses Verfahren? Also ich kenne das Verfahren. Ich habe auch einst mich selbst kundgetan, da ich aus einer Ärztefamilie stamme, habe Patienten besucht und habe wirklich mich überzeugt davon, dass dieses Verfahren im wahrsten Sinne des Wortes Wunder vollbringen kann. Es ist aber natürlich wie bei jeder ärztlichen Behandlungsmethode so, dass es das immer von der jeweiligen Person abhängig ist. Aber es gibt überhaupt keinen Zweifel, dass dieses Verfahren positiv wirken kann. Also, dass man hier, wie in dem Bericht dargestellt, das Wort Akupunktur missbraucht und das Verfahren unseriös wäre, das ist wieder genau so eine üble Beleidigung, wie der Dr. Werth sie schon länger erleben musste. Wäre das auch strafrechtlich relevant im Thema Schadenersatz? Naja, das ist auf jeden Fall unrichtig und passt so in diese Hetzkampagne, die immer wieder über Herrn Dr. Werth hergeht. Aber er ist ein begnadeter Akupunkteur, hat eine Spezialausbildung in China für die Akupunktur. Er kann mehr als die meisten anderen auf diesem Gebiete und sowas zu behaupten, ist richtig gehend strafbar und wäre dann auch schadensersatzpflichtig. Herr Professor Nagel, Sie sind Fachanwalt für Strafrecht und haben natürlich in dem Bereich große Erfahrung. Wenn ich heute mir diese Berichterstattung anschaue und jemand als Betrüger tituliert wird, ihm sogar der Respekt aberkannt wird, er wird nicht mal mit seinem akademischen Grad angesprochen, wird dann noch tituliert, dann wird sein Verfahren in Misskredit gebracht. Was würden Sie als Strafrechtler denn da machen, wenn ich zu Ihnen komme und sage, das ist mir passiert?
Muss man da klagen? Muss man da Anzeigen erstatten? Was wäre der richtige Weg? Ja, ich würde mir zunächst auf jeden Fall einen Medienrechtler dazuhören und würde praktisch auch auf medienrechtlicher Seite dagegen vorgehen und gleichzeitig Strafanzeige stellen. Herr Professor Nagel, ich danke Ihnen für Ihre Zeit. Ich danke Ihnen für die klaren Aussagen. Wünsche Ihnen alles, alles Gute in Ihrer Kanzlei und bis zu einem späteren Zeitpunkt. Ja, viele Grüße in die Schweiz. Dankeschön. Danke. Tschüss. Tschüss. Wir gehen zurück zur aktuellen Sendung. Auch dieses Interview möchte ich gar nicht weiter kommentieren. Es gab in der Vorgeschichte eine ganz üble Story auch noch zwischen Dr. Werth und der Ärztekammer, wo er ewig probiert hat, eine Abrechnungsnummer zu kriegen und leider aufgrund von Falschberatung des Anwaltes, das haben wir auch recherchiert, hat er sich einverstanden erklärt mit einem Strafbefehl im Vorlauf dieses Verfahrens, über das der Professor Dr. Nagel gerade sprach, und hat da einen Strafbefehl kassiert, das ist richtig, auch bezahlt, aber der Punkt ist, es war eine Falschberatung. Ich würde das nicht akzeptieren, weil wenn es einmal drinsteht, sieht man nur noch das, was die offiziellen Stellen geschrieben haben. Man kennt weder die Geschichte, noch die Hintergründe, noch die Agreements. Deswegen passen Sie auf, wenn Sie in Zukunft hören, der wurde wegen dem und dem verurteilt. Man muss immer genau hinschauen, was da drin steht und wieso. Ich habe dann natürlich auch noch den Dr. Manfred Döb gefragt, weil auch ihm wurde ja da wieder Unterstellungen gegeben. Und zwar stand da dann drin, Dr. Werth wollte in St. Gallen eine Praxis eröffnen, ein befreundeter Esoterikarzt, das scheint das Lieblingswort des Kassensturzes zu sein. Und wie gesagt, wir bedanken uns für diese Ehre. Hat ihm dann extra eine Briefkastenadresse verschafft, doch die kantonale Gesundheitsbehörde verweigerte ihm die Berufsausübungsbewilligung. Gegenüber Kassensturz will Ulrich Werth keine Stellung nehmen. Kassensturz weiß, Ulrich Werth ist nach wie vor aktiv. Gott sei Dank ist Ulrich Werth nach wie vor aktiv, denn viele Menschen leiden unter diesen unsäglichen Krankheiten wie Parkinson und Alzheimer. Und Dr. Werth hat eine tolle Methode. Ich habe mir das angeschaut. Am Ende der Sendung werden wir nochmal kurz Kommentare von Patienten einblenden, die durch Dr. Werth wieder zurück in ihre Lebensqualität geholt wurden. Ja, auch Dr. Manfred Döb, und das ist genauso eine Frechheit, wird hier dargestellt, als wäre er irgendein, was weiß ich, dahergelaufener Esoterik-Doktor, der da wie ein Hexenmeister rumhandeln würde. Auch Dr. Döb ist ein ausgebildeter Schulmediziner mit Doktortitel, mit Fachausbildung, der hat Gesellschaften für Informationsmedizin gegründet und leitet diese. Er ist anerkannter Arzt in Österreich, er ist anerkannter Arzt in der Schweiz. Er ist Facharzt für Nuklearmedizin. Also wie man da ohne seine Titel, auch beim Dr. Werth, hat man ja einfach ihn nur noch Werth genannt. So eine abschätzige Behandlung, was seid ihr für Menschen? Fehlt euch der Respekt beim Kassensturz? Könnt ihr gern mal zu mir kommen, gebe ich euch mal in Ethik und Empathie ein bisschen Nachhilfe, weil das wäre bei euch sehr angebracht. Und wenn ihr keine Formate habt, über die ihr berichten könnt, lieber Kassensturz, ich hätte da mal einen Tipp, Krypto, ganz spannend die Geschichte, bin ich gerade am Recherchieren, aber da hört man ja von euch nichts oder anderer Unsinn, der gemacht wird, aber ihr berichtet ja bloß gegen die, die nicht so der klassischen Linie folgen, gell? Was so Politik, Behörden, Mediziner, die Kirche macht, weißt? Davon wollen halt viele Menschen nichts mehr wissen, weil sie in den letzten 100 Jahren gesehen haben, was da als Ergebnis rauskam. Der Dr. Döb habe ich auch kurz gefragt, wie das Ganze gelaufen ist mit dem Dr. Werth. Auch dieses Interview können Sie sich kurz anhören. So, liebe Zuschauer, wir haben via Telefonie durch die Überlastung der Netze im Moment Dr. Med. Manfred Döb zugeschaltet und wollen ihm zu dieser Sendung am 25. des Kassensturzes noch ein paar Fragen stellen. Hallo Dr. Manfred Döb, können Sie mich hören? Ja, grüß Sie, gut. Wunderbar. Schön, dass Sie sich die Zeit nehmen, kurz mit mir zu sprechen. Es geht um eine Kassensturzsendung, in der es in dem Hauptthema
um Dr. Ulrich Wert ging. In dieser Sendung wurde gegen Ende, so nach der 6. Minute, folgende Information rausgegeben. Dr. Wert wollte in St. Gallen eine Praxiseröffnung. Ein befreundeter Esoterikarzt hat ihm dazu extra eine Briefkastenadresse verschafft. Also, wir wissen ja, und die Mitarbeiter vom Kassensturz kamen ja auf Sie zu. Also erstens mal verwirrt mich der Begriff Esoterikarzt. Ich kenne Sie jetzt seit 10 Jahren. Ich spreche Sie auch heute bewusst mit Sie an. Warum? Weil ich immer entrüstet bin, wie Leute abgewertet mit oberflächlichen Begriffen dargestellt sind. Bin ich richtig informiert, dass Sie Ihr Medizinstudium, Ihr Schulmedizinstudium abgeschlossen haben 1971 als wissenschaftlicher Assistent am Klinikum der Justus-Liebig-Universität in Gießen bis 1978 tätig waren und leitender Arzt für Nuklearmedizin am Klinikum in Hanau in Deutschland bis 1985 waren. Das heißt, Sie sind studierter klassischer Schulmediziner und haben einen Doktortitel als akademischen Grad. Gehe ich da richtig in der Annahme? Ja, das ist völlig korrekt. Dann gibt es noch eine weitere Information, die ich recherchiert habe. Auch sind Sie Allgemeinmediziner in Österreich, als praktischer Arzt in der Schweiz zugelassen und unter anderem Experte für Energiemedizin. Richtig, ist alles korrekt. Auch haben Sie mehrere Institute gegründet. Zum Beispiel gibt es hier ein Institut, was sich nennt Internationales Institut für Erfahrungsheilkunde, sowie die Gründung des Diagnostisches Zentrum für Mineralanalytik und Spektroskopie. Ist auch das zutreffend? Ja, völlig korrekt. Noch wurde mir bekannt, dass erst in neuerer Zeit Sie mit Hilfe natürlich von Kollegen eine sehr erfolgreiche Enzymtherapie entwickelt haben. Stimmt auch das? Ja, das ist die weltweit im Moment beste Therapie mit intrazellulären Enzymen. Da würde ich gerne nochmal separat auf Sie zukommen, weil das scheint mir auch revolutionär zu sein. Es geht mir noch um eine andere Frage. Dr. Wert hätte bei Ihnen in der Praxis unerlaubt behandelt. Wie sehen Sie das? Das stimmt nicht, weil das eine große Wohnung ist, deren Hälfte meine Praxis ist. Die andere Hälfte hatte einen Vormieter, der seine Räume verlassen hat, und in die Räume ist Dr. Wert eingezogen. Aha, Dr. Wert sagte mir, dass es gar nicht in seiner Absicht war, in deiner Praxis zu behandeln, sondern in den Räumen eine eigene Bewilligung zu beantragen. Stimmt das? Das ist korrekt, ja. Also gab es, außer dass ihr in den gleichen Räumen, also in dieser großen Wohnung, die als Gemeinschaftspraxis da von dir und der Frau Manka betrieben wird, dass dort zusätzlich mit eigenem Untermietvertrag, das wissen wir, da hat auch der Vermieter nochmal interveniert, weil anscheinend in deinem Mietvertrag keine Untermiete vorgesehen war, aber das beweist ja, dass es tatsächlich so war. Da gab es dann einen Untermietvertrag mit Dr. Wert, der komplett ohne, dass es deine Praxis oder ihre Praxis berührt, dort behandeln wollte. Ja, so ist es gewesen, genau. Als dann vom Gesundheitsdepartement in St. Gallen das abgelehnt wurde, hat dann der Dr. Wert da weitergearbeitet? Nein, ab dem Moment, wo die Ablehnung klar war, hat er sie zurückgezogen, hat den Wohnsitz zurückgezogen und hat die Schweiz verlassen. Also eigentlich alles so, wie man es macht. Und die letzte Frage noch einmal. Da waren zwei Gäste im Kassensturz, die gesagt hätten, sie wurden von Dr. Wert behandelt. Da geht es um das Ehepaar R. Sind diese beiden Menschen dir bekannt? Nein, sind mir nicht bekannt.
Gab es eine Behandlung, wurden von dir dieses Ehepaar R in irgendeiner Art und Weise behandelt, untersucht, therapiert oder beraten? Nein, ich kenne sie ja gar nicht. Also, da gab es auch noch einen Irrtum, da wollte ich auch noch mal nachfragen. Dann ja. Sind alle Fragen geklärt, die im Zusammenhang mit Ihrer Praxis in Abtwil, wie gesagt, ich kenne Sie persönlich, war auch schon persönlich vor Ort. Ich kann nur sagen, nach wie vor, und das weiß ich von vielen Gesprächen, wünsche ich alles, alles Gute in Ihrer Praxis, dass es gut vorangeht und die Menschen, die mir geschrieben haben, dass sie so viel Hilfe erhalten haben, dass sie auch weiterhin von Dr. Manfred Döb ihre Hilfe erhalten können. Alles Gute in der Zukunft und danke für das Interview. Ja, vielen Dank auch von mir. Wiederhören. So, liebe Zuschauer, Dr. Manfred Döb hat auch im Interview ganz klar die Dinge so dargestellt, wie sie gelaufen sind. Und das ist nach meinem Dafürhalten auch vollkommen in Ordnung. Ich habe jetzt per Telefon zugeschaltet im Studio Dr. Med. Diplomierter Mediziner Ulrich Werth. Ich werde ihn heute in der Sendung absichtlich, Sie wissen, ich spreche die Menschen mit Vornamen an, aber weil diese Respektlosigkeit sowohl von dem Ehepaar Malis und Enrico Raimondi als auch vom Kassensturz benutzt wird, und ich möchte nochmal, dass Sie einblenden, diese Mail, die ich jetzt zeige, die schickt das Ehepaar herum. Und jetzt schauen Sie sich mal an, was da oben drin steht. Da steht drin, Betreff, sehr wichtig, SRF, Betrügerwert mit Berufsverbot, plus 747 Anzeigen, nur in Deutschland, Frage-Ausrufezeichen. So etwas zu tun, ist eine absolute Frechheit und eine Rufschädigung und eine Respektlosigkeit gegenüber einem so qualifizierten und gut arbeitenden Mediziner wie Dr. Diplom Med. Ulrich Werth. Hallo Dr. Ulrich Werth, wie geht es dir? Nochmal praktisch sagen. Hallo, mir geht's gut, ja, ich lasse mich ja nicht unterkriegen. Uli, ja. Wie war denn bisher die Reaktion der Menschen auf diesen katastrophalen Bericht vom 25.02. vom Kassensturz? Na, ich habe E-Mails und WhatsApp gekriegt, dass sie entrüstet und bestürzt sind, dass solche Schweinereien laufen. Und immer wieder haben sie gefragt, wann du endlich eine Gegensendung machst, eine Gegendarstellung kommt. Und es wurde auch gefragt, warum ich bei Kassensturz nichts gesagt habe. Natürlich werde ich mich mit solchen Verbrechern nicht auf eine Stufe stellen und mit denen kommunizieren. Das sind ja die gleichen, das sind ja die Handlanger der Pharma-Mafia oder die Handlanger derjenigen, die den manipulierten Virus produzieren und damit die Menschheit ins Unglück stürzen wollen. Und die Blöden, die das glauben, die sind selber dran schuld. Leider gibt es noch so viel, die sich beeinflussen lassen durch diese psychologische Kriegsführung. Aber die Wahrheit wird siegen. Ich bin da ganz sicher, einfach sicher und optimistisch trotzdem. Das denke ich genauso. Und wie gesagt, mir ist es nur immer schade. Ich habe so viele andere Dinge, mit denen ich mich beschäftigen sollte. Und die Zuschauer wissen ja, hier muss alles selbst finanziert werden. Wir bekommen nicht, wie das Schweizer Fernsehen, über 1 Milliarde, um dann solchen Unsinn zu produzieren. Dann kann ich natürlich auch locker ins Studio stehen und theatralische Berichte machen, wenn mich bezahlt. Das heißt, liebe Zuschauer, für Sie, Sie haben das bezahlt. Das Geld, was Sie bezahlen als Rundfunkgebühren, wird dann an das Schweizer Fernsehen gegeben. Und vielleicht sollte ich mal einen Appell an die Verwaltungsratspräsidentin richten, des Schweizer Rundfunk- und Fernseh-AG, die Frau Nathalie Wappler. Sie, Frau Wappler, wenn Sie Informationen brauchen zu ordentlichen Themen, wie man recherchiert, wie man Sendungen aufbereitet, um die Wahrheit zu verbreiten, was eigentlich im Pressekodex drinsteht, dürfen Sie mich an Sie wenden. Auch Ihnen würde ich 2 Stunden meiner Zeit widmen, um Ihnen die Informationen zu geben, die Ihrem Sender, die Ihrer Gesellschaft vielleicht fehlen. Und wie gesagt, ich kann auch den Dr. Werth verstehen, dass er nicht Kommentare gibt, weil alle, die mich gefragt haben, habe ich gesagt,
redet nicht beim Kassensturz, er dreht euch das Wort im Mund rum. Am Schluss steht ihr alle als die Blöden da, weil das haben wir in anderen Sendungen bereits festgestellt, die damals über mich läuft, wo ich anscheinend der größte Betrüger war und ich dann 16 Seiten von der Staatsanwaltschaft bekomme, dass alle gegen mich erhobenen Vorwürfe nichtig sind. Auch diese Sendung übrigens steht noch auf dem Kassensturz. Da sehen Sie mal, welch Geisteskind die sind. Uli, noch eine Frage hätte ich im Prinzip an dich. Wie geht es jetzt weiter? Die Menschen draußen sind natürlich verunsichert durch solche Unsinnsberichte. Wir wissen heute, oftmals glaubt man immer noch, dass das, was im Staatsfernsehen berichtet ist, der Wahrheit entspricht. Das ist leider auch lange Geschichte. Wie geht es bei dir weiter? Was können die Menschen jetzt, die unter schlimmen Krankheiten leiden, tun? Wie können sie zu dir kommen? Im Moment durch der ganze Corona-Hysterie ist das Fliegen nicht möglich. Ja. Wie wirst du weitermachen? Also, es geht so weiter wie bisher, bloß dass alles ein bisschen verschoben wurde. Parkinson- und Alzheimer-Patienten sind auf der Warteliste geblieben, die wir jetzt nicht behandeln konnten, weil wir nicht reisen konnten, weil in Mallorca Ausgangssperre ist. Die warten alle darauf, dass wir grünes Licht geben und dass wir ihnen neue Termine geben. Es ist eigentlich keiner abgesprungen, das heißt eine, die ein bisschen durchgedreht war und sich vom Datenschutz beeinflussen lassen hat, hat aber gesagt, nein, ich will wiederkommen, aber im Moment habe ich da Angst. Ansonsten bleibt alles, wie es ist und es melden sich auch weiter Patienten, auch über die E-Mail-Adresse. Es sind eigentlich die, die aufgewacht sind und die sich nicht beeinflussen lassen, muss ich sagen. Und es geht so weiter wie bisher, bloß dass jetzt noch andere Kranke dazukommen. Natürlich mache ich das dann auch, ja. Also das freut mich sehr. Wie ist es denn dir persönlich so gegangen, Uli? Ich meine, wenn solche Anschuldigungen, ich kenne das ja von mir selbst, über einen ausgeschüttet würden, wie fühlst du dich denn? Ist das spurlos an dir vorbeigegangen oder hattest du da schon etwas zu knabbern? Naja, ich glaube ein bisschen, aber das hat mich jetzt nicht überrascht. Es geht so nochmal los, wie es vor 15 Jahren in Deutschland angefangen hat. In Deutschland war ja auch die große Hetzaktion und nachher habe ich dann gemerkt, ja, die Krankenkassen dürfen nicht bezahlen, obwohl sie bezahlen wollen. Ja, dadurch, die sind auch manipuliert und die Medien sind einfach, die großen Medien sind gesteuert von den Machthabern, von der Pharmaindustrie, von den gekauften Regierung. Aber jetzt gerade durch diese ganze Krise bin ich sehr optimistisch, weil sich jetzt die Machtverhältnisse ändern und die Spreu sich vom Weizen löst. Ich bin positiv und bin auch mit Valencia in positivem Kontakt. Wir machen jetzt ein gemeinsames Konzept, um weiter der Menschheit zu helfen. Und gerade jetzt, wenn jetzt neue Krankheiten dazukommen, dann geht das natürlich auch zum großen Teil mit der ewigen Nadel. Aber wir werden auch Beratung über Vitamin C und so weiter alles machen. Alles blüht wieder auf und dann geht es wieder richtig bergauf. Wir haben also alle auch den langen Atem, gesund zu bleiben und das nicht verdrießen zu lassen. Perfekt, perfekt. Uli, wunderbar. Ja. Es freut mich ganz arg, dass trotz dieser üblen Hetzkampagne du den Mut und den Glauben an die Menschheit nicht verloren hast. Und ich freue mich natürlich, den Zuschauern sagen zu können, sowohl in Valencia als auch in Mallorca werden Sie gut behandelt, Sie werden gut beraten und das, wie gesagt, was Dr. Wert gemacht hat, können Sie jetzt gleich im Ansatz nochmal Originalaussagen von Patienten hören, die ich persönlich interviewt habe. Ich danke dir, Dr. Diplom Med Ulrich Mert und alles, alles Gute dir in der Zukunft. Gleichfalls, Dankeschön, gerne. Und Sie, liebe Zuschauer, danke. Sie, liebe Zuschauer, haben jetzt die ganzen Informationen gehört. Sie haben einen Arzt sprechen gehört, einen Professor, der sogar eine Klinik leitet. Dr. Döb haben Sie sprechen gehört, den Strafverteidiger, die Leiterin der Klinik. Sie haben Dr. Wert selbst gehört und ich hoffe, Sie fangen jetzt an, endlich auf Ihr Herz zu hören und nicht zu denken, in Ihrem Verstand könnten Sie alle Dinge erfassen. Und das, was da im Schweizer Fernsehen läuft und nicht nur in diesem Format, ich habe jetzt jemand gefunden, dem das ebenfalls richtig gegen den Strich geht. Und mit dem sind wir gerade in Gesprächen, weil alle Recherchen
So eine Sendung wie die, die kostet mich 4 Tage Arbeit. Sie müssen Termine abstimmen, Sie müssen Unterlagen anfordern. Und das ist immer mit viel Aufwand verbunden, den ich selbst finanzieren muss. Und das sei einmal gesagt. Und die da draußen alle sitzen und jetzt oh machen, die sollten vielleicht mal überlegen, wie sie einen freien Sender unterstützen könnten, der zu ihrem Wohle arbeitet. In diesem Sinne, Zeit zu handeln. Bis zum nächsten Mal. Es kommt dir vor, als wäre er wieder lebendig, als wäre er wieder da. Er kann jedem Gespräch folgen. Er redet auch und er macht da wieder die gleichen Schmäh wie damals. Das kann ich sagen, dass es mir viel gebracht hat. Und ich würde es wieder tun. Jetzt zittere ich viel weniger. Und sage doch, der Ruhezeit ist viel, viel mehr. Auf alle Fälle kann man das weiterempfehlen. Ich fühle mich sehr gut. Aber ich denke, durch diese Implantate kommt man wieder in die Selbstständigkeit und man ist ein ganz anderer Mensch, also besser geht's nicht.